Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde, diesmal ungewöhnlicherweise als Videocall und nicht aus dem Studio. Das haben wir Corona zu verdanken. Das Thema ist Asthma und Allergie. Darf ich Dr. Meyer-Rogge vorstellen? Der Dr. Meyer-Rogge ist Hautarzt und Allergologe und kann zum Thema Heuschnupfen und Allergie sicher bestens Auskunft geben. Und gerade in der Corona-Zeit ist das wichtig. Und die Fragen sind, ist ein Patient denn ein Risikopatient, wenn er Heuschnupfen hat? Asthma zählt ja bereits als Vorerkrankung. Ich grüße Sie. Glücklicherweise ist der Heuschnupfen kein besonderes Risiko bei Corona. Asthma ja, aber in dem Fall bezieht es sich nicht auf das allergische Asthma, sondern auf das klassische Asthma. Denn der richtige Asthmatiker, der hat halt Lungenstörungen, die Lunge leidet. Und deswegen leidet der auch mehr unter Corona. Das betrifft aber nicht den Allergiker, der immer mal vorübergehend asthmatische Beschwerden hat. Also der kann ganz entspannt sein. Wobei in der jetzigen Zeit ist der ja gerade nicht entspannt, weil er leidet ja unter seinem Heuschnupfen schon ganz ordentlich. Muss ich davon ausgehen, dass bei einem Asthmatiker der Coronavirus stärker zuschlägt? Gibt es schon prozentuale Erhebungen, wie hoch der Anteil der Asthmatiker bei den Infizierten ist? Studien habe ich nicht gefunden. Dazu ist man im Moment nicht in der Lage, sowas zu erfassen. Man versucht einfach, die Menschen zu behandeln. Ich denke, die Auswertungen, die werden einfach Zeit brauchen, dass man es hinterher sagen kann. Chronisch schwer Lungenkranke sind natürlich, wenn sie älter sind und eine an Corona erkranken, ganz klar die Zielgruppe, denen es eher schlechter gehen wird. Wie kann man einen Heuschnupfen von der Coronavirus-Erkrankung unterscheiden? Ja, der klassische Heuschnupfer, der leidet ja jedes Jahr unter den gleichen Symptomen. Mal mehr und mal weniger. Also der kennt sich ja in aller Regel schon. Wenn er auf einmal ganz andere Beschwerden bekommt, wenn der Husten auf einmal viel stärkere Reizhusten ist und er das in dieser Version gar nicht kannte, dann sollte er an Coronavirus denken. Die meisten Heuschnupfler haben ja aber ihre Medikamente. Und wenn die Antihistaminika nehmen, zum Beispiel Tabletten, die den Heuschnupfen unterdrücken, und die merken, das hilft überhaupt nicht. Ja, das ist auch wieder ein Hinweis auf Corona. Wenn aber die Beschwerden sich bessern unter ihren Medikamenten, dann ist es ihr Heuschnupfen, der vielleicht in dieser Saison etwas stärker ist. Kann ich mich testen lassen, wenn ich Symptome habe, die für beides sprechen? Ja, das ist so ein Thema. Wir versuchen theoretisch ja. Wir haben spezielle Anlaufstellen, die diese Testung zuweisen. Und wir sind aber limitiert in der Zahl der Testungen. Wir würden noch mehr testen wollen. Und deswegen müssen schon klare Indizien auf dem Corona sprechen, dass man sich testen lassen kann. Manche Asthmatiker müssen Asthmaspray mit Cortison nehmen. Wäre es ratsam, dieses in der jetzigen Zeit abzusetzen? Eine ganz wichtige Frage. Überhaupt nicht ratsam. Bitte ganz normal die Medikation weiternehmen. Dieses Cortisonspray ist nur entzündungshemmend in der Lunge, wirkt überhaupt nicht im Körper und dadurch erhöht es jetzt, hat es nichts mit Corona zu tun. Also bitte in der üblichen Dosierung ganz normal halt weitergehen. Wenn die Beschwerden, und da möchte ich auch in der Zeit gerade bitten, wir merken, dass die Patientenzahlen in allen Fachbereichen so dramatisch zurückgehen, weil die viele Patienten, die eine medizinische Hilfe brauchen, aber nicht zum Arzt gehen, weil sie Angst haben, sich vor Corona zu infizieren. Deswegen sage ich, wenn man der Meinung ist, ich brauche ärztliche Hilfe, bitte geht zu eurem Arzt, egal welche Fachrichtung das ist. Schwächen mich die Medikamente, die ich gegen den Heuschnupfen nehme? Nein, die klassischen Medikamente, die man bei Heuschnupfen nimmt, haben null Einfluss auf eine Virusinfektion. Das Einzige, was man erwähnen könnte, wäre die Cortisonspritze. Die würde ich mir im Moment halt nicht geben lassen, weil die das Immunsystem allgemein schwächt. Die gewollte Abschwächung gegen den Heuschnupfen, aber auch die ungewollte Abschwächung gegen eine andere Infektion, was auch immer. Also das würde ich zurückhaltend sein. Ansonsten die Medikation einfach ganz normal bitte weiternehmen. Wie sehen Sie persönlich den weiteren Verlauf der Corona-Krise? Ich sehe den Verlauf sehr entspannt. In unseren Kliniken ist nichts los. Also wir haben sehr, sehr große Kapazitäten zur Verfügung. Also ich hoffe, dass man bald wieder zur Normalität übergehen kann.
Und ich möchte, dass auch die Bevölkerung keine Panik hat. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Meyer-Rogge, dass Sie uns so kompetent und so ausführlich geantwortet haben. Ich hoffe, dass wir alle die Corona-Zeit gut überstehen, auch wenn wir Asthma oder Heuschnupfen haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und hoffentlich sehen wir uns wieder nach Corona.